Wie wird einfach irgendwann eine Kiste bauen, wo irgendwer das ganze Zeug verstauen wird. Einfach mitten im Nirgendwo, ohne irgendwelchen Grund, dass ich das da platziere oder so. So, jetzt muss ich hier mal lang. Hier ist nämlich noch was mehr drin. Okay, nicht nichts Großartiges. Okay, hier ist nichts mehr. Können wir wieder zurückgehen. Wasser, halte dich mal ein bisschen ran. Ich bin hier will ein bisschen zügiger unterwegs sein. Bis dahin kann ich immer das Eisen abbauen. So, perfekt. Was will ich nicht mit so viel Eisen? Keine Ahnung. Kriegt man eigentlich was, wenn man was einsammelt? Ich dachte eben, ich hätte EP gekriegt, aber wahrscheinlich habe ich einfach nur einen Sprung gemacht. Ich finde das lustig mit den EPs. Du springst, kriegst EP dafür. Da ist doch noch was, was ich noch nicht erkundet habe, oder? So, das dürfte normalerweise genügen, um hier mal ein bisschen aufzuräumen. Hier ist noch irgendwo ein Zombie. Zombies sind eigentlich meine Lieblingsgegner. Nach Enderman. Bei Enderman, es machen halt Action. Und Zombies machen eigentlich gar nichts. Und weil sie gerade nichts tun, macht es das besonders angenehm. Ah, okay, das war der hier. Bye bye, Creeper. Bye bye, forever. Miss you. Not. Ja, ich will mal besser schauen, dass ich meinen Diamanten nicht missen muss. Weil sonst sage ich gleich bye bye. Diamond, miss you very much. Oh, ich habe eine Crafting Table gefunden. Mann, wie viel Lapislazuli wir haben. Haben wir Eisen? Nö. Wir haben Diamond. Wir haben mehr Diamond. Ich glaube, ich baue mir trotzdem Diamond Sword. So. Sticks. Ja, ich brauche nur einen. Diamantschwert platziere ich einfach mal hier und dann nehme ich das hier rüber, tausche die aus, nehme das hier rüber. Und jetzt kann ich den ja hier mitnehmen, dann kann ich auch gleich mal ein bisschen was zu oben lagern bauen. Wie gesagt, einfach in der Pampa. Kommt einfach hier in die Pampa rein. Mir ist das scheißegal, dass es mitten in der Pampa ist. Aber dafür habe ich irgendwo mal mein ganzes Storage-Zeug. Eisen, Gold, Enderpearls, die ganzen normalen Schwerter. Noch mehr Eisen, Cobblestone, Kohle nehme ich mit. Lass ich da, lass ich da. Lass ich da. Lass ich auch da, brauche ich doch nicht. Ich habe ja noch ein Bucket. Cool. Kann ich hier lassen, kann ich alles hier lassen. So viel Zeugs, was ich hier lassen kann, weil ich es nicht brauche. Und die Diamanten lasse ich auch mal da liegen. Weil sonst verliere ich sie nämlich gleich. Das. Uah. Und dann fällt das Teil einfach zu. Aber okay. Wir haben alles wieder gefunden. Ich finde, die Kisten sehen jetzt viel cooler aus. Weil die jetzt irgendwie mehr dreidimensional sind. Okay, da ist Eisen, Eisen und Eisen. Okay, doke. Wo wollen wir als nächstes lang gehen? Ist hier irgendwo was? Nicht wirklich. Dann brauche ich da noch nicht lang gehen. Ist hier noch irgendwas, was ich brauchen kann? Oder kann ich wieder nach oben gehen? Eisen never dig straight down, yeah. Weil es im Normalfall im Tod endet. Ist hier irgendwo was, was ich irgendwie irgendwann was bringen könnte? Wow! Boah, jetzt habe ich mein Diamantschwert verwendet. Ich wollte ich aber hier das Wasser drauf platzieren. Damit es zu ist. Okay, die Spinne war etwas erschreckend, aber sie kann uns jetzt auch nichts mehr tun. Sie ist nämlich jetzt tot. Nun ja, wo will ich lang? Da hoch will ich. Da hoch muss ich. Und zwar dringendst. Auch wenn ich bei keine normalen. Nö, da muss ich ihn nicht, denn das ist ja nix. Das ist das Problem, weil ich die Auflösung nicht auf Dings hab.
Wollen wir mal wieder schauen, dass wir nach draußen kommen? Können wir eigentlich mal machen. Aber wenn ich da schon wieder was Neues finde, kann ich das nicht tun. Das erinnert mich wirklich an so Infinity Project. Das ist ja auch die ganze Zeit so. Man findet in dem Moment, wo man anfängt zu bauen, findet man schon wieder was Neues durch das Bauen. Ne, da ist nichts, da ist einfach nur ein gigantischer Weg nach oben. Natürlich könnte man da eine Wendeltreppe nach oben bauen, aber nö, kein Bock. Oder wir könnten hier uns wirklich mal ein bisschen heimischer fühlen. Aber das Problem daran ist, wir haben zu wenig Holz. Wir haben ja kaum noch Holz. Und deshalb müssen wir auch sowieso mal nach oben. Und ich würde sagen, das ist hier am einfachsten möglich. Am einfachsten möglich, dann müssen wir natürlich auch erstmal nach oben kommen wieder. Eisen, Kohle. Random nach oben graben. Sorgt für zusätzliche Kohle und Eisenvorkommen. Das war jetzt absolut zufällig, den zu finden, das Vorkommen. Aber man sieht wirklich, jeder Winkel ist voll von Eisen. Da muss man sich gar keine Sorgen mehr machen über Eisenprobleme wie früher. Weil das Gravel-Zeugs ist immer noch genauso nervig wie eh und je. So. Die sind immer gleich nervig. Und es wird einfach nie weniger Gravel. Boah, bald haben wir alles abgebaut. Oh. Oh. F. A. K. Ich meine natürlich F. A. Q. So, wir gehen hier mal ganz freundlich mit extra Skill runter. Das war jetzt die Hälfte des Weges? Jump. So. Wir sind in einem der bekannten großen Megaschluchten, die es seit 1.8 in Minecraft gibt. Vielleicht finden wir ja hier mal irgendwas Cooles. Außer Eisen und Creepern. Boom, der war jetzt keine große Gefahr mehr. Einerseits, weil ich eine super heftige Waffe habe. Andererseits, killt euch nur gegenseitig. Killt euch gegenseitig. Oh, die armen Ske. So. Alle. Was waren das hier eigentlich für eine Massenveranstaltung hier? Boah, Diamond lohnt sich schon als Schwert. Besonders als Schwert, weil einfach da, wenn man damit einfach den Gegner mit zwei Hits killen kann. Und Two-Hit-Kills sind dann doch recht gut. Oh, nein, meine Nahrung ist mal wieder um eins gesunken. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Ich muss wieder was essen. Aber es geht so langsam runter, das ist wirklich keine Gefahr, außer man sprintet die ganze Zeit. Weil dann ist es, da sprintet man eine kleine Strecke und schon hat man wieder ein komplettes Essensding verloren. Wir spielen nicht auf Peaceful, das ist natürlich klar, weil wegen und so und dann. Boah. Ah, das war mal wieder richtig schön typisch. Das ist immer typisch. Wenn ich versuche, irgendwo hinzukommen, auf einmal hat man dann. Hallo, hier ist wieder was richtig Schönes zum Anschauen. Aber das ist genau das, was Spaß macht. Jetzt ist schon wieder Eisen in der Goldmine-Vene drin. Ja, ich habe ja noch genug Kohle und Zeugs für alles Mögliche. Der kommt wahrscheinlich gleich von hinten, deshalb da muss ich mich mal umschauen dann. Okay, der kommt vielleicht auch nicht mehr von hinten. Boom. Boah, das ist das Einzige, was noch so super schlecht ist. Die Schaufel. Und die Axt natürlich auch, aber Axt brauche ich unterirdisch so selten, deshalb habe ich das davon jetzt mal nicht gesprochen. So. Oh, die erste ist abgebaut. Hoho. Dann müssen wir demnächst wieder weitere bauen. Okay, ich habe mal wieder ein Gesetz vernachlässigt, aber ich bin sowieso zum Glück nicht runtergefallen. Ein ungeschriebenes Minecraft-Gesetz. Naja, ungeschrieben ist es nicht, aber. Und außerdem ist es kein Gesetz, sondern eine Empfehlung. Eine gut gemeinte Empfehlung. Aber trotzdem.
So, Lapis Lazuli. Der müllt mir wieder das Inventar zu. Ich nehme noch mal ein bisschen Kohle mit. Bei Geld kann man nie genug haben. Oh Mann, ich freue mich, wenn wieder Mods für Minecraft rauskommen, die man dann gut verwenden kann. Buildcraft zum Beispiel warte ich drauf für 1.9, dass es, dass 2.2 rauskommt. Das wird lustig. Der ganze mit dem System. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Let's Play dann davon machen werde oder ob ich mein Let's Play von Mods freihalte. 3, 2, 1. Okay, ich brauche wieder Sticks. 16, Klack, 64. Und nochmal 12 auf Reserve. Oh, hallo, Mr. Creeper. Wir haben dich ganz doll lieb. Ganz, ganz doll. Aber besonders dein Sprengpulver. Aber was musst du eigentlich auch ein TNT mal mit dir rumtragen zum Selbstzünden? Das macht man doch heutzutage gar nicht mehr. Suizid. Naja, es gibt immer noch genügend Leute, die sowas machen. Selbstmordattentäter gibt es doch genug, leider. Will man eigentlich nicht haben. Braucht man nicht. Man kann, ich glaube, sowieso, dass Kriege sowieso oder irgendwie demnächst nur noch virtuell gibt. Gut, sag mal, man wird da sich über super Kriegstechnologie mit Technologie kämpfen, die eigentlich nur noch, wovon der normale Mensch überhaupt nichts mehr mitbekommt. So. Boom. Ja, jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier hochkomme. Muss ich hier hoch überhaupt? Nö, muss ich überhaupt nicht. Ich muss hier unten was weitermachen. Ich habe nur unseren guten Namen, lieben Freund mitgenommen, der sich gedacht hat, er könnte explodieren und was weiß ich. Aber explodieren ist einfach hier nicht mehr so. Das macht man einfach nicht mehr, Creeper. Fackel, wir nehmen wieder mit der Fackel voran, weil die bekämpft den gefährlichsten Feind, die Finsternis. Weil Finsternis beschwört Creeper und Zombies und den ganzen anderen Scheiß. Aber ich glaube, demnächst sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, wenn das so weitergeht. Was war das? Keine Ahnung. Aber ich finde es cool mit den, mit diesen Wassereffekten. Ohne Spinne, eine normale, aber ganz, eine ganz normale Spinne. Oh, wieder mal kritisch. Normalerweise ist es da so unmöglich, wenn die immer springen, die ganzen Dämmchen-Spinnen. Deshalb kann man die fast nicht von höher treffen. Wenn man höher ist, die und die, und man fällt, heißt es immer, dass Dings losgeht. Dass man kritisch trifft. Normal trifft man, glaube ich, nicht kritisch. Aber ich glaube, man muss einfach, wenn man springt, kriegt man einfach einen kritischen Treffer im Normalfall. Nichts mehr da. Okay, dann können wir ja zurückgehen und uns wieder rausbuddeln. Würde ich mal so sagen, weil wir wollten ja eigentlich mal wieder rauskommen. Und mal ein bisschen Holz holen. Und ein bisschen Fleisch wieder dabei. Also ein bisschen wenig. Ich habe im Moment ein bisschen wenig Grad zum Essen dabei. Es ist genügend für einen normalen Menschen, aber nicht mehr lange wird es reichen. Nicht mehr lange wird es reichen und dann sind wir wieder satt. Ups. Moment, das war verkehrt. Hallo, Creeper. Das war knapp. Das war richtig knapp. Ich habe immer noch keine Rüstung, aber da werde ich irgendwann mal was gegen machen müssen. Wir könnten mal wieder versuchen, einfach mal blindlings irgendwo uns rauszugraben. Aber ja, dafür fangen wir mit einem höheren Punkt an, würde ich sagen. Sonst ist es so. Oh, kann es sein, dass wir noch die Hälfte vergessen haben von dem Weg hier? Ich bin mir relativ sicher, dass wir noch die Hälfte vergessen haben. Weil wir wollten ja eigentlich noch in die andere Richtung. Hier ist irgendwo. Wow. Kommt ein Zombie geflogen. Vom Himmel. Oh, ich wundere mich, hä? Wo kommt denn dieses Geräusch hier? Und im nächsten Moment. Wow. Kamikaze. Fliegender Zombie. Kamikaze-Zombie. Genau, das ist das, sind gefährliche Kreaturen.